Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist jetzt seit über einem Monat draußen. Es wird also Zeit für eine Story-Kritik. In diesem Video schaue ich mir wirklich nur die Story an von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Für das Gameplay wird es später noch ein separates Video geben von Robin. Das macht er, so wie er genug Erfahrung in Metal Gear Online gesammelt hat, weil das fließt dann gleich damit rein. An dieser Stelle auch noch eine Spoilerwarnung, denn in dem Video gibt es Spoiler zu den alten Metal Gear Solid Spielen und natürlich auch sehr starke Spoiler zu The Phantom Pain. Da sage ich aber noch im Video genau, ab welcher Stelle die kommen. Jetzt viel Spaß mit meiner sehr subjektiven Storykritik zu The Phantom Pain. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist ein unglaublich gutes Schleichspiel, das seinen Spielern unzählige Möglichkeiten der Infiltration an die Hand gibt, dabei nicht eine Spielweise der anderen vorzieht, sondern Raum für Experimente lässt. Snake steuert sich perfekt, die freischaltbaren Gadgets sind zahl- und einfallsreich, das Fulton Recovery System ist ein Gottesgeschenk für das Genre und obendrauf gibt es noch ein paar der besten Songs aus den 80ern, die mit ihren Synthi-Klängen jeden Zweifel, dass es sich hierbei um das beste Stealth-Spiel aller Zeiten handelt, in den pusten sollten. Warum bin ich dann aber trotzdem so endlos enttäuscht von diesem finalen Eintrag in Hideo Kojimas dekadenübergreifender Spieleserie? Die Antwort ist simpel. The Phantom Pain ist zwar ein sehr, sehr gutes Videospiel, es ist aber einfach kein sonderlich gutes Metal Gear Solid. Ich bin erst recht spät zu einem Fan dieser Spielereihe geworden, als ich vor ein paar Jahren begann, das erste Metal Gear Solid auf der Original PlayStation zu spielen. Ich erwartete ein zutiefst veraltetes Stealth-Spiel mit einer viel zu komplexen und mit Melodrama und Klischees überladenen Story. Was ich bekam, war ein noch erstaunlich gut mithaltendes Stealth-Spiel mit einer viel zu komplexen und mit Melodrama und Klischees überladenen Story, in die ich mich aber sofort verliebt habe. Die Thematik der nuklearen Abschreckung fühlte sich aktuell und bedeutend an. Snake, Otacon, Ocelot, Liquid und Co. waren teils so abgedrehte Charaktere, dass ich gar nicht anders konnte, als sie ins Herz zu schließen. Und obwohl Metal Gear Solid wirklich viel zu erzählen hatte und gerade gegen Ende mit Twists rund um Klontechnologie, falschen Identitäten und sich auf Genbasis verbreitenden Viren nur so um sich warf, machte das irgendwie insgesamt doch alles Sinn. Es war stimmig, es war spannend, es war auch nach heutigen Standards und trotz wabernder PS1 Pixeloptik sehr gut in Szene gesetzt. Ich musste also sofort auch den Rest dieser vielversprechenden Serie nachholen, habe mir Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3 Snake Eater für die PlayStation 2 besorgt und binnen weniger Tage begeistert durchgespielt. Guns of the Patriots sollte einige Wochen später folgen, ein Finale, das dieser langjährigen Serie an ihr vermeintliches Ende ein fettes, rotes Ausrufezeichen setzte. Ja, es gab einige Retcons, also rückgreifende Änderungen an der bisherigen Geschichte und am Ende wurden nicht alle Storylücken gefüllt, trotzdem fühlte sich dieser Abschluss verdammt richtig an. Bis dahin hatten alle Teile der Hauptserie einen sehr ähnlichen Aufbau. Metal Gear Solid war immer sehr linear und hat mich vor mal mehr und mal weniger große Gebiete gesetzt, mir Pappkartons, Schalldämpfer, Nikita-Raketen und Pornoheftchen in die Hände gedrückt und mir im Endeffekt gesagt, mach mal. Nahezu jede meiner Aktionen war dabei erzählerisch relevant. Ich habe mich von Storysequenz zu Storysequenz gekämpft, mir zahllose Codec-Gespräche angehört, die zugegebenermaßen teilweise viel zu lange gingen, und bin einem einprägsamen Bossgegner nach dem anderen begegnet. Auch da gab es natürlich Ausnahmen. Die Mitglieder der Beauty and the Beast Unit aus Guns of the Patriots waren nicht viel mehr als ein Echo der Bosse aus den vorherigen Teilen, und gerade Metal Gear Solid 1 und 2 haben mich für Keycards verschiedener Sicherheitsstufen ein paar Mal zu oft hin und her geschickt. Und trotzdem lieferten mir diese enorm detailverliebten Stealth-Spiele zahllose denkwürdige Momente, sie boten mir eine Geschichte, die nie zum Stillstand kam und mich immer mit neuen Twists überraschte.
Die Story war stets das Hauptaugenmerk, der definierende Aspekt dieser Serie. Wenn ich Metal Gear Solid denke, dann denke ich zuerst an Nanomachines, an Liquid, Naked, Solidus und Solid Snake, an den erst nervenden, dann mega coolen Raiden, an Nuklearstrategien mit Metal Gear Rex, Ray und Co., an das What the fuck is even happening Ende von Sons of Liberty, an die Patriots und verschiedene KI-Installationen, eben an all das, was diese Serie so liebenswert macht. Genau wegen ihrer Story-Comes-First-Mentalität wurde Metal Gear Solid von vielen Spielern als Möchtegern-Filmreihe abgetan. Es gab aber auch Millionen von Fans, die sie genau dafür liebten. Für mich gehören halbstündige Zwischensequenzen und häufige Codec-Gespräche einfach zu Metal Gear. Und damit kommen wir dann so langsam zu meinen Problemen mit The Phantom Pain. Ein Großteil meiner Kritik an Metal Gear Solid 5 lässt sich aber auch auf den direkten Vorgänger übertragen. Peace Walker. Der PSP-Ableger sollte laut Kojima bereits der fünfte Teil der Serie werden und erzählt eine entsprechend wichtige Geschichte rund um den Aufbau von Big Bosses Privatarmee Militaire Sans Frontier. Kazuhira Miller wird endlich stärker charakterisiert, außerdem lernen wir ein paar von Naked Snakes Begleitern kennen und beobachten, wie er mit dem Verlust von The Boss umzugehen versucht. Alles sehr wichtige und durchaus interessante Storypunkte, die in Peace Walker aber nicht länger linear und mit einem vorgegebenen Tempo erzählt, sondern nur noch häppchenweise den Spielern vorgesetzt werden. Das Pacing, also der Erzählfluss dieser Geschichte, bleibt dabei auf der Strecke. Peace Walker ist nämlich in einzelne Missionen unterteilt, die wiederum in Main- und Side-Ops gesplittet werden. Nicht jede der Main-Ops bringt dabei die Story voran, manche Missionen sind einfach nur Lückenfüller. Das Gameplay wurde zudem aufgrund der Handheld-Herkunft auf sehr kleine Gebiete beschränkt, dafür gab es nun die ausbaubare Motherbase, die zusätzlich motivieren sollte. Peace Walker war dadurch nichts für mich. Mir gefielen die zwischen 10 und 20 Stunden langen, durchdesignten und storyfokussierten Einträge der Metal Gear Solid-Reihe deutlich besser als dieses 100-Stunden-Spin-Off. Womit ich diesem Spiel übrigens nicht seine Daseinsberechtigung in der Metal Gear-Reihe nehmen will, es war nur im Gegensatz zu den Vorgängern einfach nicht mehr meins. Trotzdem erzählte es eine essentielle Story, die mir zwar in ihrer Gesamtheit deutlich weniger gefiel als die vorheriger Metal Gear Solid-Teile, sehenswert ist sie aber allemal. Bei Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain habe ich also nochmal Glück gehabt. Durch sein meiner Meinung nach um Längen besseres Gameplay halte ich dieses Spiel nicht nur für außerordentlich spielenswert, sondern tatsächlich für eines der besten, wenn nicht sogar das beste Spiel seines Genres. Die Story wiederum versagt und das auf nahezu allen Ebenen. Der Aspekt, der für mich Metal Gear Solid als legendäre Spielereihe zementierte, ist im großen Finale in Kojimas Abschied von seinem grandiosen Lebenswerk leider komplett unterentwickelt, unfertig, sinn- und bedeutungslos. Und dann gibt es da noch diesen einen Charakter, der so schamlos auf seine äußerlichen Reize reduziert wird, dass sich selbst die Mädels der BB-Unit aus Guns of the Patriots dafür fremdschämen würden. Aber eins nach dem anderen. Achtung! Ab jetzt folgen starke Spoiler zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Das Pacing. Wie sein Vorgänger Peace Walker ist auch The Phantom Pain in Main- und Side-Ops unterteilt. Dazu kommt dieses Mal allerdings die Tatsache, dass Venom Snakes Schleichoperationen in einer offenen Welt stattfinden. Side-Ops können zu großen Teilen also fließend hintereinander erledigt werden, da man einfach von einem Missionsziel zum nächsten reitet oder das Schnellreisesystem benutzt. Als ich das Spiel zum ersten Mal startete, bin ich davon ausgegangen, dass sich die Main-Ops auf die Story konzentrieren, während mir Side-Ops Nebenaufgaben bieten, die etwa beim Ausbau der Motherbase helfen. Stattdessen fühlt sich ein Großteil der Main-Ops wie erzählerisch bedeutungslose Nebenmissionen an, während manche Side-Ops teilweise große Zwischensequenzen auffahren und unabdingbar für die Story sind. Das toll inszenierte, packende Intro und die darauf folgenden Sequenzen lassen mich gespannt die nächste, fulminant erzählte Metal Gear Solid-Geschichte erwarten. Stattdessen bekomme ich eine bis ins Geht nicht mehr gestreckte Erzählung vorgesetzt, die ihre vielleicht insgesamt 10 wirklich relevanten großen Missionen auf über 50 Main- und einige Side-Ops streckt. Die Struktur dieses Spiels macht einfach keinen Sinn. Warum sind Side-Ops überhaupt Side-Ops, wenn sie dann doch zur Hauptstory gehören? Warum ist dieses Spiel in Kapitel unterteilt, wenn ich beim Ende des ersten Kapitels schon wieder vergessen habe, dass es diese Unterteilung überhaupt gab? Vor allem, wenn das erste Kapitel voller Filler-Missionen ist und mir das zweite dann zu großen Teilen Missionen aus dem ersten Kapitel vorsetzt, nur dieses Mal mit höherem Schwierigkeitsgrad. Warum gibt es nach dem Ende von Kapitel 1 die Credits zu sehen, die zudem noch Charaktere spoilern, die später auftauchen? Warum gibt es in diesem Spiel überhaupt ständig und überall Credits, die ich nicht sehen will, weil sie mir im Vornherein verraten, welche Figuren in der kommenden Mission aufkreuzen?
Ich muss diese Fragen stellen, weil ich diese Entscheidungen im Aufbau der Geschichte einfach nicht nachvollziehen kann. Es gibt absolut keinen Grund für diese Story so aufgebaut zu sein. Die Spielzeit muss nicht künstlich gestreckt werden, The Phantom Pain könnte auch ohne die Filler-Mission stolz auf seinen Umfang sein. Die Spieler werden auch nicht bewusst an der Nase herumgeführt, in den Credits verstecken sich keine gut platzierten Überraschungen, so wie das am Ende von Teil 4 der Fall war. Hier wirkt es schon fast wie ein Versehen, wenn am Ende des ersten Kapitels in den Credits plötzlich Zero auftaucht, danach aber über 8 Stunden nichts mit Zero passiert. Wollte Kojima wirklich nur möglichst oft sein und den Namen seines Teams anbringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass der Erzählfluss dieses Spiels aufgrund dieser Entscheidung einfach nur kaputt ist. Big Boss. The Phantom Pain hatte genau ein Ziel mit seiner Story, mir zu erzählen, wie und warum der legendäre Big Boss von einem amerikanischen Helden und einer Ikone für die Welt zu einem Bösewicht wird. Zwar sagt Boss im Spiel, dass er schon längst ein Dämon ist, aber dann rettet er ja doch Kindersoldaten und rehabilitiert sie, um ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Er befreit zahllose Tiere aus der Kriegszone und schenkt ihnen ein friedliches Leben in seinem eigenen Zoo auf der Mother Base. Er ist die Quelle der Vernunft und der Ruhepol zu Chaos, der deutlich mehr in eine Rachespirale abdriftet als Big Boss selbst. Er ist sogar viel zu ruhig und sagt zu selten etwas, da hängt er dann schon mal kopfüber in der Hand eines gigantischen Metal Gears, während sein aktuell größter Feind ihm kurz vor der Nase steht, um ihm an dieser Stelle nichts zu entgegnen. Snake ist in diesem Spiel so blass und identitätslos wie in keinem anderen Metal Gear Solid zuvor. Dabei hätte er hier umso mehr Charakterzeichnung gebraucht. Ich spüre keinen inneren Konflikt, kein moralisches Dilemma. Selbst die große Teufelshorn- und Blutszene gegen Ende des Spiels, in der Snake seine Kameraden aufgrund eines Viruses umbringen muss, ließ mich einfach nur kalt. Denn wenn das Spiel mir keine Emotionen zeigt, dann kann ich auch keine empfinden. Big Boss bereitet seinen zu einem langsamen Krankheitstod verdammten Kameraden ein schnelles Ende und das wird mir augenscheinlich als Moment des Bösen verkauft. Das Gegenteil wird erreicht. Durch seinen respektvollen Umgang mit dem Tod seiner Kameraden kommt Big Boss nur als noch heldenhafter rüber. Statt nuanciert darzustellen, wie sich Snakes Weltanschauung zunehmend verändert und wie die Geschehnisse um ihn herum ihn fortlaufend verbittern und zu den Taten bringen, die wir aus dem ersten Metal Gear kennen, ist Big Boss ausgerechnet in diesem Spiel zu großen Teilen eine leere Projektionsfläche für den Spieler und dadurch über weite Strecken schon fast gar kein eigener Charakter mehr. Es kommt einem fast so vor, als wäre Big Boss in The Phantom Pain nicht ganz er selbst. Aber stimmt ja, da wäre ja noch der Twist. Zu Beginn des Spiels musste ich mir einen eigenen Charakter erstellen, nur um anschließend dann doch mit einem ganz normal aussehenden Big Boss zu starten. Diese ominöse Charaktererstellung wird erst im Truth-Ending aufgegriffen, wenn man alle storyrelevanten Main- und Side-Ops erledigt hat. Dann nämlich kommt heraus, dass ich im Verlauf des Spiels gar nicht den echten Big Boss gespielt habe, sondern einen seiner besten MSF-Soldaten, der auch der Medic auf dem Helikopter am Ende von Ground Zeroes war, der sich schützend vor den Boss geschmissen hat. Der echte Big Boss ist bereits kurz vor dem Protagonisten aufgewacht und wurde in den Plan eingeweiht. Sein Soldatenprimus wurde umoperiert und einer Art Gehirnwäsche unterzogen, sodass er in allen Belangen dem echten Big Boss gleicht und seine Rolle einnehmen kann. Als Ishmael hilft ihm anfangs der wahre Boss auf die Sprünge, nur um dann nach dem Crash von der Bildfläche zu verschwinden, um im Hintergrund verdeckt Outer Heaven aufzubauen. Das Ganze war ein großes Ablenkungsmanöver inszeniert von Zero, der von dem Plan der XOF-Unit, die er einst als Support für Fox gegründet hat, Wind bekam. Skullface will mit der XOF-Unit im Rücken Rache an Big Boss nehmen und an Zero. Daher der Angriff, daher auch der neue Snake. Venom Snake. Der wohl bisher größte Retcon der Metal Gear Solid Geschichte will uns also erzählen, dass der Big Boss im ersten Metal Gear auf dem MSX gar nicht Big Boss war, sondern Venom. Trotzdem war es nach wie vor der echte Big Boss, der Solid Snake in dieser Mission gegen Outer Heaven anführte. Am Ende hat Solid Snake Venom also tatsächlich umgebracht, womit wir in Metal Gear 2 also wieder dem wahren Big Boss begegnen. Nun stellt sich mir die Frage nach dem Warum? Inwiefern bereichert dieser Twist die Story
von Metal Gear. Statt uns zu erzählen, wie Big Boss langsam zu dem Antagonisten wurde, den wir in der späteren Metal Gear Timeline kennenlernen sollten, zeigt uns Phantom Pain die Geschichte eines neuen Snake, Venom Snake, der durch seine Aktion aber erneut wieder wie ein Held dasteht. Vom echten Big Boss haben wir indes genau gar nichts erfahren. Dieser Twist soll nur eines, er soll überraschen. Ein Twist um des Twistes willen. Die zahllosen Fragen, die dadurch aufgeworfen werden und die Art und Weise, wie dieser Twist die bisher etablierte Story der Metal Gear-Reihe untergräbt, das scheint alles egal. Den Spielern wird für einen Moment der Teppich unter den Füßen weggezogen und das war es scheinbar wert. Man könnte argumentieren, dass dieser Twist das Erlebnis und die Story von The Phantom Pain stärkt, dass es der Spieler ist, dem am Anfang vom echten Big Boss auf die Beine geholfen wird und der ultimativ verantwortlich ist für die Taten des Big Boss aus dem ersten Metal Gear. Schließlich gibt es ja da noch das Demon Ranking, das dafür sorgt, dass Venom Snakes Horn größer wird, wenn man Soldaten umbringt, Tiere in freier Wildbahn erledigt und im Online-Modus einen Atomsprengkopf erwirbt. Das wäre dann der Bösewicht, den wir im MSX Metal Gear bekämpfen. Es wäre aber auch kein Charakter mehr, sondern lediglich ein Abziehbild, ein eindimensionaler Comic-Bösewicht, der durch Taten hervorging, die nichts mit der Charakterzeichnung der vorherigen Teile zu tun haben und die auch vom Phantom Pain-Script nicht unterstützt werden. Diese Charakterentwicklung darf nicht in den Händen der Spieler liegen, nicht bei einer Geschichte, die schon über so lange Zeit behutsam aufgebaut wurde. D-Dog. Okay, an D-Dog gibt's nun wirklich nichts auszusetzen. Ich brauchte nur eine Ausrede, diese drollige Katzin hier zu zeigen. Halt! Did you see that? Now that's discipline. Following orders like a real diamond dog. Soon I'll be... No! Stay! Stay! D-Dog is awesome. Ocelot. Ich kaufe The Phantom Pain durchaus ab, dass Revolver Ocelot zwischen seinem leicht trotteligen Selbst in Snake Eater und dem König des Melodramas in Guns of the Patriots mal so war wie hier. Allerdings hätte ich diese Charakterentwicklung auch gerne miterlebt. Stattdessen ist Ocelot in Phantom Pain ein sehr kompetenter Informationsgeber für Snake, außerdem erleben wir seine Vorliebe für effiziente Foltermethoden. Insgesamt geht diese Charakterzeichnung durchaus in Ordnung. Meine größte Kritik wäre wohl, dass Ocelot hier einfach ein deutlich langweiligerer Typ ist als im Rest der Serie. Huey und Cass. Kazuhira Miller und Huey Emmerich sind meiner Meinung nach die besten Charaktere, die The Phantom Pain zu bieten hat. Cass verkörpert den Rachegedanken, der eigentlich Big Boss Richtung Abgrund treiben sollte. Jede Faser seines Körpers ist der Vergeltung gewidmet. Schon allein aus Trotz will er MSF als Diamond Dogs wieder aufbauen, sie größer und besser machen, als sie jemals waren. Er hat einfach eine unglaubliche Präsenz jedes Mal, wenn er in einer Zwischensequenz auftaucht. Zwar macht auch Cass keine große Charakterentwicklung durch und ist am Ende genauso wütend und kaputt wie am Anfang des Spiels, aber das soll mich nicht weiter stören, wenn ich jedes Mal so viel Spaß daran habe, Cass zuzuschauen. Huey wiederum wurde durch The Phantom Pain zu einem der abstoßendsten Charaktere der gesamten Serie. Zunächst empfand ich Mitleid ob der ganzen Anschuldigungen gegen ihn und der physischen Gewalt, der er unter Miller und Ocelot ausgesetzt war. Hat er wirklich Big Boss und MSF verraten? Die Vorwürfe häuften sich, die Ausreden machten immer weniger Sinn. Dann kam noch die ganze Sache mit Dr. Strangelove und seinem Sohn und seiner Obsession mit dem Sahelanthropus dazu. Und am Ende war es eindeutig. Huey lebt in einem Netz aus Lügen, die er scheinbar selbst glaubt, dass dieser Charakter trotz des nach wie vor einfach nicht sonderlich guten englischen Synchronsprechers funktioniert hat und mir am Ende auch noch so gut gefällt, ist wirklich eine Leistung. Und am Ende überlässt ihn Big Boss sogar noch seinem Schicksal, das wir ja alle kennen. Quiet. Quiet soll ein ernstzunehmender, tragischer Charakter sein. Eine Frau blind vor Rache, gezeichnet von den Qualen, die sie durchleiden musste. Big Boss umzubringen und Diamond Dogs zu sabotieren war ihr Auftrag, ihre Gefühle für Snake und der darauf folgende innere Konflikt setzen ihre Charakterentwicklung zu einer Unterstützerin des legendären Big Boss in Gang. Dabei kann sie aufgrund eines Virus so gut wie keine Worte von sich geben, sie wird also fast ausschließlich durch ihre Taten charakterisiert. Ein ambitioniertes Vorhaben.
Als einzige Frau in der Geschichte von The Phantom Pain wird Quiet exzessiv objektifiziert und mit Bikini, zerrissener Netzstrumpfhose, lasziven Gesten, genüsslichen Duschszenen und zahlreichen gaffenden Kamerafahrten auf ihre äußeren Reize reduziert. Ihre Hintergrundgeschichte versinkt daraufhin nämlich genau dort, im Hintergrund. Und ihr gesamter Charakter wirkt nur noch eines: billig. Denn hier gab es erst die großen Brüste und danach die hanebüchene Geschichte um ihre atmende Haut, die mit wenig Kleidung möglichst offengelegt werden muss, damit Quiet nicht erstickt. Hätte es sie also umgebracht, sich wenigstens mal ein Hemdchen anzuziehen? Tja, anhand dieser Story-Erklärung offensichtlich schon. Scheinbar wollte auch Venom diesen Charakter möglichst schnell wieder vergessen und hat deshalb nach ihrem Verschwinden all ihre Fotos im Helikopter abgehängt. Gut so. Code Talker. Code wer? Skullface. Um Skullface' wahre Identität wurde vor Release eine große Sache gemacht. Die Spekulationen gingen dabei in alle möglichen Richtungen. Am Ende war Skullface dann doch ein ganz neuer Charakter und Anführer der XOF-Einheit, die schon bei Operation Snake Eater hinter den Kulissen aufräumte, sich nun aber mit Skullface als Anführer gegen Fox und Zero gewandt hat. Zero will die Welt unter einer Ordnung vereinen, was in den Augen von Skullface zu einer Zerstörung diverser Kulturen und Sprachen führt. Er selbst ist in einem mal von Nazis, mal von Sowjets besetzten Ungarn aufgewachsen und musste sich ständig neuen Sprachen anpassen. Dieser Raub seiner eigenen Kultur verbitterte ihn immens. Major Zero steht nun in seinen Augen für all das, was er verachtet. Trotzdem wurde Skullface im Laufe seines Lebens zu einem exzellenten Spion und arbeitete schließlich als Anführer von XOF unter Major Zero. Als Skullface den Vocal Cord Parasite entdeckte und Zero die Forschung daran nicht vorantreiben wollte, sorgte er dafür, dass Zero selbst mit dem Virus infiziert wird. Infolgedessen übernahm er Kontrolle über Cypher und startete mit XOF die Events von Ground Zeroes und The Phantom Pain. Das Problem dabei ist, dass Skullfaces Motivationen nur schwer nachvollziehbar sind. Dass er Zero und seine Weltordnung nicht mag, kann ich noch einigermaßen nachvollziehen, aber der Hass gegen Big Boss, der kam scheinbar nur zustande, weil er zu Snake-Eater-Zeiten ruhmlos hinter ihm aufräumen musste. Ich habe mich das gesamte Spiel über gefragt, was Skullface denn nun eigentlich von mir will. Selbst dann, als er es mir in einer sehr merkwürdigen Fahrt mit einem Buggy erklärt, in der Big Boss übrigens mal wieder gar nicht auf ihn reagierte, sondern nur still dasaß. Deshalb startete dann wohl auch das an dieser Stelle unpassende Main-Theme des Spiels, damit der Rest der Fahrt nicht so still wirkt. Am Ende von Kapitel 1 war Skullface dann auch schon wieder Geschichte und hinterließ weder in der Welt von Metal Gear noch bei mir einen großen Eindruck. Ironisch, wenn man seine Hintergrundgeschichte bedenkt. Eli und das Ende. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain hatte mit Eli und dem telekinetisch begabten Kind den Setup für die großen Antagonisten aus dem ersten Metal Gear Solid in der Hand und macht damit so gut wie nichts. Der künftige Liquid Snake wird von Venom extrahiert, Big Boss Nummer 2 versucht ihn daraufhin zu rehabilitieren und auf seine Seite zu ziehen. Stattdessen trotzt ihm Eli an jeder erdenklichen Stelle. Venom bleibt aber geduldig und versucht, Eli nicht zu antagonisieren und ihn nicht als Kind zu behandeln, während dieser immer wieder für Ärger sorgt. Als der junge, rothaarige Psycho Mantis sich mit Eli verbündet, verschwinden die beiden mitsamt den von Venom geretteten Kindersoldaten und dem Metal Gear. Danach nichts. Dieser Storyfaden wird an dieser Stelle einfach fallen gelassen, eines der größten Zeichen dafür, dass diese Geschichte schlicht und einfach unfertig ist. The Phantom Pain endet nämlich mit Quiets Abschied und der Truth-Cutscene. Nichts davon fühlt sich aber wie ein echtes Ende an. Nach diesem Spiel hatte ich wie bei keinem anderen Metal Gear Solid zuvor das Gefühl, dass in dieser Reihe jetzt ein weiterer Teil fehlt. Wie wurde Eli denn nun zu Liquid? Was muss mit Venom zwischen Phantom Pain und Metal Gear 1 passiert sein, damit er dort ein größenwahnsinniges Outer Heaven mitsamt eigenem Metal Gear und Nuklearsprengköpfen anführt? Inzwischen wissen wir, dass es sich bei The Phantom Pain tatsächlich um ein unfertiges Spiel handelt. Auf der Collector's Edition Blu-ray befindet sich eine unvollständige Zwischensequenz, die zeigt,
wie Big Boss erneut auf Eli trifft und sich einen weiteren Kampf mit dem Sahelanthropus liefert. Diversen Berichten zufolge war zudem ein drittes Kapitel geplant, während im zweiten Kapitel wahrscheinlich auch schon etliche Elemente fehlen. Die Story des großen Metal Gear Solid Finales ist unvollendet und auch das, was da ist, erreicht meiner Meinung nach nicht das Niveau bisheriger Einträge in der Serie. Der Geschichte fehlen die großen Momente, die ihre Vorgänger auszeichneten. The Phantom Pain wirkt auf mich sträflich unterkühlt, zwar wirklich stark inszeniert und audiovisuell mitreißend, aber eben auch unheimlich substanzlos. So richtig traurig kann und will ich ob dieser enttäuschenden Geschichte aber nicht sein, denn ich weiß schließlich, dass die Metal Gear Saga schon vor vielen Jahren auf der PlayStation 3 mit Guns of the Patriots ihr perfektes Ende bekam. Und auch wenn Konami sich mit The Phantom Pain für einen, naja, sagen wir mal anderen Weg entschieden haben, dieses Ende von Teil 4, dieses Ende von der Geschichte von Solid Snake und von Big Boss wird uns immer bleiben. This is good, isn't it? Und das soll es gewesen sein mit meiner Story-Kritik zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wie gesagt, der Robin wird sich nochmal in einem separaten Video dem Gameplay widmen, so wie er mit Metal Gear Online fertig ist. Da kommt also dann nochmal etwas. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und falls euch solche Videos gefallen, falls euch Hooked gefällt, das was wir hier machen als unabhängiges Spielemagazin, dann freuen wir uns über eure Unterstützung über Patreon oder über diverse Affiliate-Links. Informationen findet ihr dazu, wenn ihr dem Link in der Beschreibung folgt. Wie gesagt, wir sind dafür jeden Unterstützer dankbar. Wenn ihr jetzt weitergucken wollt, dann empfehle ich euch gleich mehrere Sachen, nämlich zum einen Robins Video zu viele verdammte Spiele. Das ist sowas wie eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, wo es einfach sehr viele kleine, unbekannte Titel gibt, die richtig, richtig gut sind, aber die leider im Wust ein wenig untergehen. Das auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten könnt ihr euch bei Time to 3 unseren Durchgang von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain anschauen. Das spielen wir nämlich gerade mit Mats, der das ja noch gar nicht kennt. Und da sind wir noch nicht sonderlich weit, aber haben schon sehr viel Spaß mit dem, was wir da bisher erlebt haben. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Und dann empfehle ich euch natürlich noch From Software to Souls, die Playlist von meiner Reihe um die Dark Souls-Entwickler. Da gibt es auch inzwischen 7 Folgen von. Die letzte war Otogi, Myth of Demons, ein Hack and Slash. Und ja, viel Spaß bei den Videos. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.